Ich begrüße euch. Heute bastel ich einen Gartenstecker. Für den Gartenstecker brauche ich zweierlei Aludraht. Hier habe ich den Aludraht mit 1,6 mm und einen Aludraht mit 2 mm. Die langen Teile, die habe ich auf 35 cm geschnitten und die kurzen habe ich auf 15 cm Länge geschnitten. Dafür brauchen wir hier so einen Seitenschneider und zum Eindrehen habe ich hier so eine Rundzange. Des Weiteren habe ich eine Gewindestange, eine M4. Die reicht aus. Ich habe die jetzt noch mal geteilt, weil sonst wäre sie zu lange. Und so werden jetzt dann quasi unsere einzelnen Stänglein, die wir dann zusammenfügen. Hierfür fange ich immer an, indem ich hier diese Rundzange nehme, die Stange und dann drehe ich mir wie so eine Schlaufe so im Kreis. Dann nehme ich mir einen blauen Draht und drehe dann auch wieder einmal, zweimal, dreimal. Dann nehme ich meine silberne Stange, lege das so oben drauf, halte es mit den Daumen und mit dem Zeigefinger fest und umwickel dann die silberne Alustange. Mit meiner Rundzange biege ich dann den Draht noch richtig rum, damit wir uns dann hier anschließend nicht stechen. So. So schaut es dann aus und da machen wir jetzt 30 Stück davon. Wie gesagt, ich habe hier schon vorgeschnitten, meine 30, je 30 Stangen. Dann brauchen wir später noch einen Draht. Und wer jetzt keine so eine Gewindestange hat, da sind so Rillen schon drin. Das ist vorteilhaft, wenn man so einen Gartenstecker machen möchte. Dann kann man auch einen Aludraht nehmen und mit der Zange, also so einen Ring reindrücken. Weil den brauchen wir dann für die Festigkeit, dass das nicht rutscht. Aber nicht ganz durchschnibbeln, sondern nur wie so eine Nut. So, jetzt mache ich die 30 und dann sehen wir uns wieder, wie es dann weitergeht.
Um unsere Gewindestange binde ich jetzt hier so einen Draht. Und das ist jetzt der Vorteil, dass wir hier schon ein Gewinde haben. Dann rutscht es nicht mehr nach unten. Das wickle ich jetzt hier so rum und schneide mir dann da das Stück ab, damit ich da meine Blüten dann befestigen kann. So, das Ganze schaut jetzt dann so aus. Meine Blüten, die ich gefertigt habe, die drehe ich jetzt auf den Kopf und ja, stoße die hier so hin, damit die alle die gleiche Länge haben. Und dann tue ich hier meinen Draht mit drauflegen und wickel den anderen Draht hier fest rum. Und dann verzwirbel ich das so. Nachdem wir das jetzt hier so befestigt haben, drehe ich jetzt mit meiner Spitzzange das so nach oben. Und dann machen wir jetzt Stängel für Stängel, drehen wir nach oben. Und das drehen wir jetzt mit allen unseren Spießen bis runter. Und dann machen wir hier da quasi die Zwiebel, die Knolle draus. Drehe das erst mit unserer Spitzzange, mit der runden Zange da ein bisschen vor. Und dann drehe ich mit den Fingern weiter. Unten halte ich es fest, damit die alle die gleiche Länge dann haben. Und wenn ich jetzt alle gedreht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir hier quasi unsere Zwiebel und jetzt biegen wir unsere Blüten auseinander. Das sind 30 Stück. 30 solche Blüten habe ich immer. Die biegen wir jetzt so, wie wir es brauchen. Oder haben möchten.
sehe, dass das da noch ein wenig locker ist, dann verschlinge ich das ganz einfach. Ich habe das auch mit einem normalen Draht versucht, aber da ist es sehr schwer. Also da tun einen die Finger schon sehr weh. Dieser Aludraht, der lässt sich wesentlich leichter verarbeiten und schimmert auch mehr. So, jetzt ist meine Blüte auch schon fertig. Mein Pflanzstecker ist jetzt fertig, sieht so aus. Wenn euch meine Anleitung und meine Idee gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über ein Like freuen und dass ihr mich abonniert, damit ihr kein Video versäumt. Da zeige ich euch, was ich noch gemacht habe. Diese Drahtkugel, die ist aus dem normalen Draht und nur der blaue ist Aludraht. Tschüss, bis bald, eure Mimi und euer Wessi.